Lass mich mal kurz gucken. Dann könnte ich auch hier mit der Seilbahn ins Lager fahren. Dann wird aus der Baubutze jetzt hier mit dem Lager, Leute, aus dem Felsen eine Gefechtsstation. So. Was machst du denn nämlich? Moment mal. Es will nicht, wie ich will. Geh mal mit dem Vogel jetzt weg. Ich sehe es doch nicht. Wie kriege ich das hin? Kannst du über den Armsi-Kopf vielleicht hoch? Ja, mein Freund. Ich bin gespannt, ob es hinhaut. Ich sehe die Mauer noch nicht neben das. Es tut mir leid, wenn es nicht klappt. Es tut mir leid. Servusle, meine Lieben, willkommen zurück zu der gemütlichen Runde The Forest mit Voucher und mit eurem Nameless. Wir sind zurück, Leute, von der kleinen Toolrunde. Wir sammeln Federn ein, wir machen uns gleich fertig für die Baurunde. Heute gibt es nochmal eine ganz kleine Baurunde drüben am Dorf. Ich will das Musterstück der Wall fertig bauen. Und dann, Leute, nutzen wir die letzten Tage zum Patch, um uns hier ein bisschen aufzusteffen. Das heißt, ich will hier so ein paar Vorräte anlegen, alles Mögliche. Wir gehen dann mal die Blueprints durch. Wir haben drei Wasserschilder, ist okay. Wir bräuchten hier nochmal Trockenständer. Wir hängen uns Essen rein. Wir werden uns kleine Vorratsbaskets bauen, unter anderem wahrscheinlich auch einen Hasenkäfig, sodass wir bereit sind, wenn nächste Woche am Montag der Patch kommt. Geht mal davon aus, dass am Montag noch eine Standardrunde kommt und ab Dienstag sind wir dann im neuen Content. Wahrscheinlich, Leute, werden wir auch sehr früh nächste Woche den Zusatzstream machen. Ich könnte mir gut vorstellen, um wirklich das Patch genießen zu können. Wer den Trailer gesehen hat, weiß, was ich meine. Dann müssen wir auch den Boss machen und ich habe mir überlegt, wir könnten eigentlich theoretisch auch den Boss mal zusammen machen im Stream. Weißt du, dann speichere ich das alternative Ende ab und wir können dann auch wirklich diesen, da kann man so einen Hund bauen. Ich habe euch mal den Link zum Trailer rangehängt, für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, könnt ihr in der Videobeschreibung angucken. Ich glaube, das wird ziemlich lustig, was da kommt. Und möglicherweise machen wir den Boss oder eine Baurunde dann am Dorf, vielleicht auch beides. Ich muss mal gucken, Leute. Aber rechnet mal damit, dass es nächste Woche dann auch mit dem Stream-Format losgeht. An einem Tag werde ich mir auf jeden Fall die Zeit nehmen. Laber nicht, Voucher, bau lieber was. Jetzt pass auf, wir essen schon mal ein Stück. Natürlich hat der Kollege, oder kriegst du heute einen Riegel drauf, nehmen das. Das machen wir jetzt nicht noch wieder. Jedes Mal hast du hier so einen Motz. Esbaro, den kannst du eigentlich einhängen, Digga, weil der bringt dir so nix. Trinken wir ein Döschen und noch eins und ein Riegel dazu. So, meine Lieben, jetzt freue ich mich aber auch tierisch. Wir werden wahrscheinlich gleich mit dem Wagen rübergehen. Lass uns mal den Wagen mitnehmen. Ah, da liegen schon Hölzer drin. Dann baue ich doch hier schon mal einen Lokholder auf, Leute. Dann bauen wir uns doch hier. Das ist dann natürlich super eng hier, die ganze Geschichte. Kriege ich den da reingestopft, den Lockholder? Los, einmal schauen. Also, wenn wir jetzt so durchgehen: Feuerstelle ist klar. Hier brauchen wir auch nichts. Ein Hasenkäfig würde ich gerne bauen, das machen wir später. Trockengestell brauchen wir noch. Vielleicht auch einen kleinen Garten. Die ganzen Dinger will ich aufbauen hier, dass wir ein bisschen Vorrat haben. Wenn es losgeht mit dem neuen Patch, will ich hier so ein bisschen alles auf Vorrat haben, Leute, dass wir ganz gediegen da durch können. Aber mein Ansinnen war gerade der Lockholder. Den habe ich jetzt offensichtlich weggeklickt schon. Hier ist er. Kann ich den da rein? Jo, der passt da rein, Leute. Den kriegen wir da reingedreht. Pass mal auf. Ach, quer geht er, aber längs nicht. Hab, guck mal, pass mal auf, quer. Quer sagt er, kein Problem, Voucher. Längs ist nicht so deins. Nee, ich will den schon irgendwie versteckt haben. Guck mal, da drüben ist breiter gewesen. Hier können wir den mit Sicherheit reinbasteln. Ich mache den hier quer rein, Leute. So. Würde ich sagen, eh. Machen wir uns den eine Nummer größer. Der ging doch größer, ne? Ja, bam. Jo, wir nutzen den kompletten Platz hier, Leute. Jetzt habe ich nur das Problem, dass ich eigentlich den fertig bauen wollte, dass ich hier die Stämme rausmachen kann. Mist. Wie viel fehlen denn jetzt noch Sticks? Dann machen wir den jetzt erstmal schön fertig, Leute. Noch 13 Stück, die kriegen wir normalerweise mit. Wir haben ja mittlerweile die Möglichkeit, mehr zu tragen, glaube ich, ne? Jo, dann hecht jetzt mal runter. Rote Farbe holst du dann später. Jetzt geht's erstmal um Sticks. Stick me back. Dididim, stick me back. Ich freue mich so auf das neue Patch, Leute. Vor allem auf die geilen Sachen, die da mit reinkommen, ne? Und auf diesen Fleischturm. Ich weiß nicht genau. Kann ja mal jemand sagen, was er da gesehen hat. Für mich sah es so aus, als ob die sich mittlerweile zusammenrotten können zu einem stärkeren Mutanten dann oder sowas. Ich bin so gespannt, Leute. Wird auf jeden Fall eine spaßige Runde werden, denke ich mal, das ganze Zeug zu sehen. Da freue ich mich arg drauf. Vor allem, dass sie noch was reinpatchen überhaupt, hat mich tierisch gefreut. Ah, Mensch, hoffentlich machen die noch ein Game, Leute. Hoffentlich machen die noch mal eins. Mit der gleichen Liebe und Hingabe. Von mir aus auch wieder 4 Jahre im Early Access. Mir hat das so gut gefallen. Aber komm, du kannst dich ja schon mal rot anmalen. Du musst ja jetzt nicht unbedingt hin und her pendeln. Einfach hochgehen, nameless. Feuerzeug wegpacken um die Uhrzeit.
Jedes Mal dasselbe über all die Jahre. Höh, ich bin nicht da. Okay, ich bin da. Es war ein Joke. Hallo. Kurzer Moment. Ja, und gleich aggro. Morgens aus dem Bett raus und gleich aggro. So. Ich bin dein Häuptling. Hä? Wo ist er hin, Leute? Sind das Brennnesseln hier? Sah kurz so aus. Nee. Was sind das hier? Ein Ahorn? Leute, wir brauchen mehr Stiege. Da unten läuft er. Ich hoffe, er hat kapiert, dass ich sein Vater bin. So, Leute. Ja, das machen wir jetzt mustermäßig kurz. Eine kleine Musterbaurunde. Dann werden wir uns wahrscheinlich ein, zwei Folgen vorbereiten. Das heißt, ganz viel Zeug drüben aufbasteln, dass wir wirklich auch ein bisschen Material zur Hand haben, wenn es losgeht. Und dann würde ich sagen, spätestens mit der Montagsrunde, also am Patchtag, ich komme wahrscheinlich nicht dazu, eine Folge zu machen und die gleich hochzuballern. Mache ich ja nie. Aber am Montag werden wir dann wahrscheinlich den modernen Bogen holen. Und dann sind wir dienstags mit dem neuen Patch an Ort und Stelle, Leute, mit allem, was das Herz begehrt. Da freue ich mich schon wirklich drauf. Dubdidu. Ich überlege auch, ob wir nicht hier vielleicht noch ein bisschen irgendwie... Ich überlege jetzt gerade wirklich, ob wir uns nicht hier die Bauputze... Das war ja als Baubude gedacht. Nachdem ich jetzt aber gesehen habe, was da so an Feindesweg reinkommt, könnte es theoretisch möglich sein, dass ich mir noch irgendwo noch so eine kleine Gefechtsstation hinsetze. Entweder da drüben auf dem Felsen oder da. Drüben fände ich aber wesentlich cooler. Weißt du, hier oben kostet es zu viel Energie, wenn ich mir jetzt von hier... Ich könnte ja mit einer Seilbahn... Wo brüllt denn der schon wieder? Ich könnte ja da oben ein bisschen einzäunen, mit einer Seilbahn runter. Dann könnten wir auch die freie Fläche hier... Aber wie komme ich dann da hoch? Wie kommen wir da hoch? Ich will dann auch da hochkommen. Können wir das nicht irgendwie mit dem Turm drüben verbinden? Ja, vielleicht zeichne ich das alles heute schon mal an, Leute. Komm, geht heim. Geht nach Hause. So. Das probieren wir jetzt. Jetzt habe ich eine Idee gerade. Okay, Nameless, da ist nichts drin. Der kommt jetzt bestimmt. Also ein Schlag macht er Minimum. Jetzt pfeift der Wind wieder so. Alter, zisch einfach. Verstehst du? Kein Mensch hat gesagt, du musst jetzt hier Action machen. So, wo waren denn wir? Hier waren wir. Lumli lum lum lumli lümchen, wir haben's fertig, keiner hätt's gedacht. Schalali und schalala. Oh, das sollte man dann vielleicht gleich noch die, Guck mal jetzt, dass sich vor die Fallen guckt. Beide sitzen sie draußen, Leute, und summen. Den Wagen wollte ich leer machen, weil wir holen auf jeden Fall nachher einen Wagen voll Sticks. Für einen Hasenkäfig und so braucht man jede Menge. So, lass mich kurz was überlegen. Ein Knochenbasket leer. Aber wenn ich jetzt hier... Dann machen wir hier das Lager, oben die Gefechtsstation. Das würde bedeuten, ich kann hier den Knochenbasket, den setze ich hier hin, Leute. Was brauchen wir denn für das gute Stück? Bestimmt auch wieder Sticks ohne Ende. Die Fallen lösen gar nicht aus. Entweder haben sie es schon gelernt. Hier, ja, 21 Sticks. Ja, dann setzen wir den hier hin. Ein bisschen enger vielleicht an die Dings. Den kann man nicht größer machen, ne? Okay. Jetzt haben wir natürlich wieder zu wenig Sticks me. Stick me back. Düdli düm düm, stick me back. Hört schon auf, da draußen rumzulungern, Alterle. Haben sie es jetzt kapiert, oder? Einer ist schon futsch. Komm hier rüber. Komm hier rüber. Rüber, müber. Schalalalalala. Flup. Leute, flup, oder? Also ich muss sagen, mittlerweile mit dem Bogen. Aber es macht halt auch am meisten Laune. Jetzt, wie machen wir das jetzt? Ich baue jetzt das kurz fertig, Leute. Wir verbrennen die. Ich wollte ja was ganz anderes machen. Sticks müssen wir eh holen. Komm, wir gehen da oben kurz Sticks holen. Wenn ich hier oben mir eine kleine Gefechtsstation hinbasteln würde. Mit, sag ich mal, zwei, drei Katapulten. Das müssen wir halt alles wahrscheinlich im Stream dann irgendwann machen, Leute. Sonst habe ich 50 Folgen, wie ich jetzt Holz fällen muss und so, ne? Machen wir dann eine gemütliche Schwallerrunde, würde ich sagen. Lass mich mal kurz gucken. Dann könnte ich auch hier mit der Seilbahn ins Lager fahren. Dann wird aus der Baubutze jetzt hier mit dem Lager, Leute, aus dem Felsen eine Gefechtsstation. Und dann werden wir natürlich da drüben unser Dorf haben. Weil hier kann ich ja mit der Seilbahn runter.
So. Und wie komme ich hoch? Entweder über eine andere Seilbahn vom Turm, den wir hinten bauen. Okay, das will ich das Ganze natürlich jetzt so machen, dass das Hand und Fuß gibt. Das heißt, ich muss eine Wall bauen, Leute. Oh, die wird aber wahrscheinlich einen Haufen Hölzer fressen. Ah, stopp. Stopp, stopp, stopp. Ich kann ja wieder mit den Fallen das machen, Leute. Ja, klarer Fall. Oh, da bauen wir uns jetzt einen Ring auf Fallen auf. Ja, das machen wir so. Pass auf, ich zeichne das mal grob an. Das muss ja nur hier katapultmäßig, sag ich mal, dass ich das Feld hier überblicken kann. Das würde bedeuten, ab hier würde ich uns fallentechnisch einzäunen. Ja, die können wir ruhig schräg hinsetzen. Das sieht bestimmt auch trotzdem gut aus. Flapp, ne? So. Dann würde ich. Ja, ne, wir machen das mit den Fallen weiter, Leute. Sollte nur etwa in Reih und Glied alles sitzen. Ja, du kannst die ineinander lappen. Die funktionieren dann trotzdem. Dann würde ich hier wieder eine hinsetzen. Wir können ja, dass es ein bisschen abwechslungsreicher ist. Pass mal auf, das machen wir. Weil die kann man ja ausgelöst lassen, die Happy Birthday Traps. Dann sehen wir auch ein bisschen ab und zu durch, ne? Dann ist es nicht ganz so. Dann würde ich sagen, die werden wir nie spannen. Weißt du, was ich meine? Die ist einfach nur zum Durchgucken. Flapp. Dann hauen wir uns hier wieder die hin. Ist natürlich ein Haufen Zeug, aber hey, wenn man es cool haben will, muss man halt viel anzeichnen und viel Material besorgen, ne? So. Dann haben wir hier den Stein. Damit habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Dabei sah ich ihn ja. Lass mich mal kurz gucken. Kriege ich eine Happy Birthday hier reingeballert? Kriege ich, ne? Ja, das zeigt es jetzt hier rot an. Das war mir schon klar. Mann, das wollte ich so nicht. Lass mich mal kurz überlegen. Wenn ich die. Doch, ich krieg die hin, Leute. Ich krieg sie hin. Nee, er ist rot. Wie weit ist er denn rot? Hier nicht mehr, ne? Bissle zurück, bissle zurück, bissle zurück, rüber. Dreh sie mal ein bisschen ein. Nee. Ab hier. Jo, aber das reicht mir. Bin ich zufrieden damit. Machen wir das gleich komplett. Ich überlege gerade. Die hast du falsch angezeichnet, glaube ich, die ganzen Fallen. Jo, die hier ist falsch. Die ist falsch. Ich überlege gerade, macht es Sinn? Ja, auf der anderen Seite, ich habe ja jetzt nicht vor, gleich wieder aufzuhören zu zocken. Ne? Wir haben ja erst angefangen, Leute, also macht Sinn. Nochmal eins reindrehen. Die hast du dann richtig hier, ne? Die sind richtig, die sind auch richtig. Wie weit gehen wir denn? Willst du das ganze Ding einzäunen? Das ist ein bisschen viel, ne? Wir können auch ein Stück Wall uns trotzdem gönnen. Machen wir auch. Machen wir auch. Wir brauchen ja eine 1000 Millionen Fallen. Ich würde sagen, wir gönnen uns bis hierher ein Stück Wall. So. Was machst du denn, Nameless? Moment mal, es will nicht, wie ich will. Geh mal mit dem Vogel jetzt weg. Ich sehe es doch nicht. Da macht er schon sein eigenes Zeug, Leute. So, ich drück E. Und warum zieht er das hier weiter? Keine Ahnung. Soll man sie hier dicht machen dann? Das machen wir. Dann wird es nicht so groß, weißt du? Also überdimensional muss es ja nicht sein. Da habe ich jetzt so Bock drauf gerade, mir hier noch so einen Stützpunkt hinzumachen. Ich nehme nämlich an, dass wir hier ein Kampffeld auch kriegen werden. Weißt du, so ein richtiges Battlefield. Und dann können wir von hier oben mit dem Katapult runterballern, mit Pfeilen runterschießen, wenn wir Bock drauf haben. So. Dann mache ich hier den hin. Dann hole ich mir nochmal eine Happy Birthday. Für die Geschichte, dass wir was sehen. Dreh die rum. Ja, ein bisschen schräger. Okay. Und hier dann praktisch nochmal zwei von denen hin. Das ist überschaubar. Ist nur die Frage, wie wir hier hinkommen. Aber das regelt sich gleich. Weil noch habe ich doch, ich habe ja ein Stück Wall, also ausgangsmäßig habe ich was. Hier können wir natürlich auch nochmal. Ja, das machen wir, pass mal auf, ich habe Idee. Ganz am Rand. Hier und da zwischendrin nochmal eine Wall mit Tür. Ja, da habe ich Bock drauf. Ah, habe ich da Bock drauf, Leute. Lumli lum, lumli lum. So, jetzt hauen wir hier eine Tür rein. Ja? Ja? Sind die jetzt innen, die Dinger? Ne, sind sie nicht.
R. R. Jetzt sind sie innen. So mag ich das. Gleiches Spiel hier. R und R. Sind sie innen? Sind innen. So, Leute. Und dann haben wir hier praktisch nochmal so eingekesselt die Möglichkeit, dieses Schlachtfeld. Ich nehme mal an, dass das hier das Schlachtfeld wird. Dann können wir Katapulte in die Richtung setzen. Katapulte in die Richtung. Und zwei in der Mitte. Und wir können natürlich hier runter eiern und die kommen hier nicht hoch. So gefällt mir das. Und von hier sind wir auch sicher. Die Fallen sorgen dafür. Weil natürlich hier das Schlachtfeld entsteht, wird es blöd, aber wir müssen halt dafür sorgen, dass es da unten entsteht, Leute. Das heißt, ich werde da wahrscheinlich verschiedene Bonfeuer hinsetzen und die dann auch mal entzünden, dass die sie richtig anlocken. Weißt du, wie ich meine? Das könnte ich mir vorstellen, dass das hinhaut. So, Schwachstelle haben wir hier im Prinzip keine. Nur ein Haufen Zeug. Und jetzt kommt es halt drauf an, ich möchte vom Dorf zur Baubutze. Da haben wir ja den Turm und das machen wir jetzt als nächstes, Leute. Daneben, das holt sich nochmal schön was zum Futtern, würde ich sagen. Jo, das machen wir. Kostet es halt nochmal ein paar Mats. Ich kann ja mal vorlesen, weil ich weiß, dass ich davor sitze. Wir brauchen jetzt 100 Sticks. 50 Steine sind noch offen. Insgesamt haben wir 14 Seile, die noch angezeichnet sind. Und 21 Knochen. Ah ja, für den Kronleuchter. Und 500 Stämme nur. 500 Stämme. Jetzt wollte ich eigentlich Sticks gleich mitnehmen, habe ich jetzt natürlich komplett vergessen. Ich kümmere mich gleich um euch. Bleibt mal noch liegen kurz. Gut, sie werden nicht abhauen. So. Schalali, schalalalalum. Und wir müssen wieder jagen gehen, Leute. So, passen wir auf. Das ist die Idee. Jetzt kommt es drauf an. Das will ich heute noch anzeichnen. Das machen wir jetzt, Leute. Den nehme ich jetzt mit, den Wagen. Der kann ja schon mal da draußen irgendwie im Wald stehen. Dann können wir den mit Sticks voll machen heute. So, einmal absetzen. Jetzt pass auf. Wir haben ja schon ein bisschen was angezeichnet. Wir fluppen einmal rüber. Das müssen wir heute machen. Und da hatten wir noch ein Stück Wald, das ich wegmachen wollte. Das schauen wir uns jetzt nochmal an. Dann sprengen wir als erstes mal. So nehmen wir es. Park mal den Wagen so nah wie möglich. Ja, hier irgendwo. Merkt ihr halt die Stelle? Okay. Hier ist unser Turm. Und von diesem Turm geht's zum nächsten Turm. Da muss das alles weg hier. Ich hab's ja schon wieder gehört, ne? Wenn ein Mutant dabei ist, kommen die wahrscheinlich auch jeden Moment. So, Leute. Genau hier hin. Müsste nach vorne wegfliegen dann, ne? Okay. Dann müssen wir hier auch nochmal sprengen. Bärenbeutel müssen wir noch bauen, habe ich schon wieder vergessen. Ja, hier nochmal wegputzen. Den Rest machen wir dann gleich zu Fuß, beziehungsweise manuell. Ja, Nebles, du bist immer besser. Du bist der Sprengmeister, du bist der Sprengmeister. Dieser kleine Baum hat's überlebt. Flapp. Ja, das gefällt mir. Die müssen wir natürlich jetzt irgendwie einsammeln oder am besten noch verbauen gleich. Jetzt haben wir freie Sicht, ne? Also von dem Turm basteln wir uns praktisch hier einen Zwischenturm hin, Leute. Ein Verbindungsturm, würde ich sagen. Lass mich mal überlegen, ob nicht, dass ich jetzt irgendwas vergesse. Wenn ich hier einen Verbindungsturm habe, dann darf der. Ich muss kurz überlegen. Ich will ja von da oben runterfahren können ins Baubutzele. Das ist gut. Und von der Baubutze will ich auch hochkommen. Das heißt, ich müsste eigentlich den Verbindungsturm hier hoch machen. So hoch, dass ich da hinten runterfahren kann. Und in die Richtung zur Stadt runterfahren kann. Und von der Stadt zum Turm. Welche Höhe hat denn der ungefähr? Ich muss das nochmal kurz einsehen. Da ist er. Dann darf der hier aber nicht. Ich mache ihn jetzt einfach mal hoch. Wir werden sehen, in welche Richtung wir dann fahren. Wenn nicht, mache ich einen zweiten Turm hin. Ich kann es gerade schlecht abschätzen. Da ist die Map so komisch gewölbt. Pass auf, Leute. Das machen wir jetzt einfach. Kommen sie gerade, ne? So. Verstehst du? 27 Hölzer. Wir sind vorbeigerannt. Dann hole ich erstmal Hölzer mit dem Wagen. Langsam nehmen lässt. Du hast noch ein bisschen Zeit, Bua. Du hast noch ein bisschen Zeit. Schalali und Schalala. So, pass auf. Fahr mit dem Wagen direkt ins Holz. Mir ist es ganz recht, wenn wir heute keinen Ärger bekommen. Und uns nicht prügeln müssen. Weil dann kriegen wir vielleicht noch ein bisschen was fertig.
Also wie gesagt, eine Toolrunde ist jetzt noch drin vorm Patch, Leute. Und zwar am Montag spätestens oder am Sonntag, wenn ich Bock habe. Und da holen wir uns den modernen Bogen, ne? Dann haben wir die Sachen auf jeden Fall vorrätig. Pfeilbasket gibt es auch, ne? Den müssen wir uns dann auch noch basteln. Dann ein paar Pfeile auf Vorrat holen. Sollten wir jetzt eigentlich jede Runde machen, die noch kommt? Ja, ich höre sie irgendwo. So, weiter geht's. Da ist noch einer. Gab's noch welche? Hier ist noch einer. Ja. Ja, komm, fahr die schon mal hoch. Dass wir ein bisschen was noch geschafft kriegen, bevor es dunkel wird. Ja, dann haben wir so eine richtige kleine Verbindungsgeschichte hier. Wir haben praktisch ein Lager, wo wir das Schlachtfeld beschießen können. Wir haben ein Dorf, was ein eigenes Schlachtfeld ist. Das wird hier richtig übel dieses Mal, glaube ich. Ich hoffe es jedenfalls, dass es richtig abgeht. Spätestens, wenn wir später mit dem Boss durch sind, dann werde ich natürlich den Ball wieder aufstellen, Leute. Ja, du machst es gut. Du machst die Arbeit gut, Digga. So. Wie viel haben wir jetzt verbaut? Die Hälfte, glaube ich, ne? Ja, wir holen jetzt einfach die nächsten unten. Weil jetzt nochmal sprengen wäre blöd. Da unten fahrt das ganze Holz rum, ne? Und vergammelt. So, nehmen wir es. Jetzt musst du vorsichtig machen. Du weißt, der Wagen und du, ihr seid nicht die besten Kumpels. Gut gemacht, gut gemacht. Ich freue mich so auf das Patch, Leute. Vor allem auf die Sachen, diese sedilen Sachen, die man da plötzlich wieder bauen kann, ne? Man hat ja ein bisschen was gesehen in der Vorschau. Total gut eigentlich. Jetzt kannst du Feuerzeug rausholen. Dann sehen deine Mitmenschen ein bisschen was, Digga. Dankeschön. La 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 la. Schön, das freut mich jetzt mit der kleinen Geschichte da oben, die wir zusätzlich machen. Weiter geht's. So. Weiter geht's. Okay, ist vorbei. Die bringen wir hoch, Leute. Dann fehlen uns noch drei Stück. Zweimal laufen, dann haben wir das Türmle schon mal fertig. Dann können wir gucken, ob das funktioniert, was ich mir vorstelle, ne? Kann auch sein, dass der Turm jetzt nicht hoch genug ist oder umgekehrt, ne? Mittendrin im Gelände hier. Lüpf. Okay, bam, 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 badam. Schön, es läuft halt, es läuft. Okay, jetzt war das richtig, dass uns noch drei Stück fehlen. Dann geh mal in den nahen Wald und fäll dir hier mal noch einen direkt hin. Da brauchst du ja nicht die langen Strecken laufen. Den hier. Genau auf den Turm zu, bitte. Oh, hinter uns. Ich habe gerade gesehen, Leute, hinter uns befindet sich sehr viel Wald. Also da können wir auch noch jede Menge Holz holen, wenn wir oben die Station bauen, ne? Oh, denk dran, die rote Farbe geht jetzt gleich weg. Wieso nimmst du denn nicht die gute Axt? Ich habe doch extra die besorgt, Digga. Nehm das. So. Wir nehmen die hinteren zwei. Verkürzt unseren Laufweg für den dritten. Die zeichnen wir noch an, Leute, jetzt hier. Egal, ob es dunkel ist und ob wir Angst haben müssen. So, den schnappen wir uns. Blumen nehmen wir auch immer mit. Weil du kannst sie doch gebrauchen. Okay, dann würde ich sagen, um auf den Turm hochzukommen, brauchen wir wieder unser Seil. Stopp, da war's. Nee, ich will es dann hier hin haben, genau. Na? So, Leute, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Jetzt wird es kurz ein bisschen knifflig. Ich muss jetzt hier gleich runterspringen, nämlich. Guck mal, wie das täuscht mit unserer Knochenrüstung. In Wirklichkeit haben wir gar nicht so viel. Also ich kann praktisch von hier eine Seilbahn anzeichnen an unser Dörfler, hätte ich jetzt fast gesagt, an unsere Baubutze. Wo ist das wieder? Stopp, da ist es. Das heißt, ich kann jetzt mit ein bisschen Mühe. Oh ja, es funktioniert super, nämlich. Ich bin da tierisch begeistert. Ganz knapp da vorne dran, bevor es. Ah, jetzt nimmt er gerade Schaden. Ich drück. Nee, das will nicht. Hier, ne? Er fliegt gleich runter. So, da müssen wir jetzt auch runter. Langsam, klitsch mal dagegen. Geht nicht. Egal, ich habe da noch nicht rausgefunden, wie man das besser macht, ne? Als hier runtersausen. Ich muss gucken, dass ich ihn jetzt kurz wärme, Leute, sonst geht er uns kaputt, der Gute. Langsam hier rum. Ja, links halten, links halten. Und jetzt kommt es drauf an, dass wir nicht hier an den Spitzen hängen bleiben. Oder gar an den Fallen. Ja, ich weiß nicht, Leute. Es kann sein, dass das nicht so hinhaut, wie es will.
Aber wir können es hier dazu stopfen. Nee, geht auch nicht. Und was ist, wenn ich es aufs Haus mache? Oh, das geht, das habe ich gar nicht gewusst. Also das reizt natürlich jetzt allein mal schon, um zu probieren, Leute, oder? Der läuft ja natürlich da hinten am Haus entlang. Es kann sein, dass der Auslaufweg ein bisschen lang ist. Da müssen wir dann irgendwas uns einfallen lassen, würde ich sagen, ne? Jetzt pass auf, geh mal erstmal in die Hütte. Zünd mal das kleine Feuerle hier an. Ich mach dir kurz warm, Alter, ist alles gut. So, zundern. Ja, nehmen wir es. Viel besser, oder? Oh, da bin ich gespannt. Da haben wir eine scheißgeile Auslauffläche auf der Hütte oben drauf, Leute. Das baue ich jetzt, egal wie viel Mats das kostet, nur um zu gucken, wie er da hinten runterjumpt dann. Da freue ich mich schon drauf. Genau, hol dir mal eine Dings. Ja. Du könntest aber schon mal gucken. Ich meine, das ist ja jetzt hier. Ah, guck mal, wir haben auch Knochen einstecken gehabt noch. Dann wird das auch bald fertig sein. Hier. Sechs Seile sind es, Leute. Wir haben natürlich Möglichkeiten, ne? Ich würde sagen, 1, 2, 3, 4, 5. Das machen wir schon mal. Das sind es zwei. Vier können wir am Dorf holen. 1, 2, 3, 4, 5. Pass mal auf, drei Seile am Dorf geholt. Dann haben wir die Seile fertig und 10 Hölzer. Ey, 10 Hölzer. Kurzer Moment. Wir klitschen hier gerade mal nach draußen. So. Ich muss das ja fast. Bis morgen haben wir es, Leute. Das will ich jetzt schon wissen, ne? Hier ist wahrscheinlich nichts zum. Brauchen wir wieder Sticks. Die Hölzer würden hier unten liegen. Komm mal her, Alter, du hast doch den Bauwagen. Es hat ja schon wieder aufgehört zu regnen. Lass mal das vorbereiten. Das will ich morgen sehen, Leute. Wir nutzen jetzt jede Minute. Ja, komm, wir sammeln da unten noch einmal Hölzer. Hier oben ist klar, das gibt nochmal richtig Fett. Ja, Baustellen haben wir genug jetzt, ne? Da kann jetzt keiner irgendwie sagen, wir haben nicht genug Baustellen und nicht genug Zeug zum Verbauen, Leute. Also das wird mit Sicherheit schön. Guck mal hier, die sammle ich jetzt ein. So. Aber weißt du was, ich glaube, 2, 4, wir müssen nur so viel holen, dass ich das fertig gebaut kriege gerade mal. Wo willst du hin, Stamm? Digga, was hast denn du schon wieder, keine Energie? Ja, ich weiß, der Regen hat's weggespült. Wir sehen nicht mehr aus wie euer Chef, ist uns bewusst. Wissen wir. Ich esse kurz, Leute, dringend. Wir laufen nochmal in die Stadt. Ich will die letzten Seile noch holen. Ich will nicht den ganzen Stoff verballern. Ja, ich lock den kurz in die Falle hier. Na, ist gut. Er ist vorbeigehüpft. Nebles, er ist vorbeigehüpft. Brauchst gar. Gehörst du zur Gattung Kletterer? Wie sieht das hier aus, Alter, wenn du da hochguckst auf einmal? Kriegt man ja Panik mit euch. Alterle, erschreckt er mich da. Jetzt kommen wir den letzten Lego an. Da müssen wir auch Futter besorgen, Leute. Ey, das bauen wir jetzt fertig. Das haben wir uns jetzt aber auch verdient. Komm, Leute, machen wir jetzt einfach nicht lang rum. So. Kann ich das? Ach, 10 Stück waren es. Mist, müssen wir nochmal zwei holen. Jo, wir haben Zeit. Wir haben Zeit, Leute. Das machen wir jetzt fertig. Das will ich jetzt einmal getestet haben. Drei Hölzer sind es noch. Und drei Seile. Drei Seile vom Dorf. Auf dem Rückweg drei Hölzer eingeladen hier. Und dann ist gut. Und den Kollege, den machen wir jetzt gleich weg, wenn er da noch irgendwo rumhüpft. Hier kannst du eigentlich runter schon. Das sind genau die drei Hölzer, die du noch brauchst. So, bam, bam. Die holen wir auf dem Rückweg. Einmal in die Stadt. Seile holen. Ich will das jetzt testen, das ist doch klar, oder? Spezialseilbahn, Leute. Ich gehe mal davon aus, dass wir sterben beim Versuch. Ich speichere also vorher definitiv ab, ne? So, Energie hast du. Nimm mal das Ding, dann blocken wir uns kurz ins Dorf rein. Es sei denn, das sind natürlich jetzt 1000 Mutanten oder so. Ey, das wird gut. Das wird gut. Weil das wird einfach spaßig. Das wird eine spaßige Staffel, sehe ich schon, Leute. Bin mal gespannt. Vielleicht bleibt er auf dem Haus stehen, dann wäre es ideal, ne? So, hier müssen wir durch. Ja, das war eigentlich meine Aufgabe heute. Siehst du, das wollte ich eigentlich heute machen. Jetzt weiß ich es wieder. Ich wollte hier die Muster. Dann machen wir das morgen fertig, das Musterstück.
Jetzt laufen wir kurz die Hütten ab. Drei Seile sind es. Mehr brauchen wir nicht. Eine. Zwei Stricker. Zwei Stricker haben wir schon. Ein dritter Stricker, der hängt hier. Zack, und wieder heim. Kurz hier rein. Bastel. Bastel, Bastel, Knastel. Und ab geht's. Da freue ich mich drauf, wenn wir das dann alles bedienen können. Hier, das Musterstück, Leute, das bauen wir fertig. Das machen wir morgen. Inklusive der Verbindungsstrecke von dem Turm in unsere Hütte. Plus Verbindungsstrecke zum mittleren Turm. Der Verteilerturm praktisch, ne? Da müssen wir ein paar Spikes außenrum setzen, dass das auch so aussieht, als wäre es geschützt, ne? So, die drei Stämme darfst du nicht vergessen und da ist gut. Dann machen wir noch eine Seilbahnfahrt zum Abschluss heute. Wir verbinden. Also jetzt, was aus der Baubutze jetzt geworden ist, mal geschwind, ne? Ich liebe das ja, wenn du so verschnörkelt über die Map verteilt deine Sachen hast. Ich mag das. So, hier hochgesaust. Sticks hätte ich besorgen. So, jetzt müssen wir alles morgen machen, Leute. Sticks holen, dass wir hier wieder alles spannen können. Und wir brauchen Stickbehälter hier, ganz viele. Dass es eben auch nachspannbar ist. Wo muss ich denn hier? Weiter geht's. Ein Bäumle noch. Okay, schön wieder hinlaufen an die Stelle. Da war es gerade. Wie, was fehlt denn noch? Was fehlt denn jetzt noch, Leute? Das hat nicht Katsching gemacht. Sieht aber fertig aus, ne? Es hat sich so angehört, als Opa sagt, nee, das wird nicht funktionieren, was ihr da vorhabt. So, mal, jetzt habe ich natürlich nicht gespeichert, aber ich glaube einfach, dass der Nameless es überlebt, Leute. Oh Mann. Oh Mann, Leute. Das habe ich gewusst. Knappe Geschichte. Knappe Geschichte. Also, da lasse ich mir was einfallen. Da bauen wir einen Stopper oben hin. Wir gehen jetzt heim, Leute. Dann kann sich der Gute ausruhen. Das war eine sauknappe Geschichte, oder? Ja, aber dafür ist ein Spiel. Ich liebe das einfach so. Ein bisschen Risiko darf ruhig mal sein. Es ist ein Spiel. Da ist nicht viel. Aber es ist zedil. Geile Geschichte. Also, da müssen wir uns was einfallen lassen. Ich weiß natürlich jetzt noch nicht so hundertprozentig was, ne? Da muss eine Stoppmauer hin. Das haben wir doch schon mal gehabt. Kommst du da irgendwie hoch, Alterle? Hol mal deinen Wagen rein eben. Der Nameless hier macht einen auf Superman. So. Fahr den mal hier so hin. Ja, ist gut. Mach die Tür zu. Wenn du einen Rücken kriegst, sind wir nämlich tot demnächst mal irgendwann. So, und da würde ich jetzt sagen, du hopfst jetzt hier so drauf. Und dann hier so. Auf der Haifisch. Ja, super. Stopp, du kannst aber auf dem Haifisch stehen bleiben. Die Wall muss ja nur da hinten angezeichnet werden. Meine Lieben. Ja, das werden wir morgen probieren. Das reicht uns zeitlich nicht mehr. Grundlegende Wand, oder? Ich meine, dafür heißt die Wand. Guck mal, genau hier, Leute. Bäm. Oh, wir könnten aber eine Grund... So, weißt du, dann peng und dann können wir hier direkt chugga. Wir haben sogar Hölzer. Dann können wir ja, glaube ich, noch eine Fahrt machen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir noch was da haben. Scheiße, ich komme da nicht hin. Wir kommen da nicht hin. Aber vielleicht von innen. Kurzer Moment. Es ist alles ziemlich eng hier. Wo ist denn die grundlegende Wand? Hier? Über uns direkt, aber da lasst er mich nicht durch. Und da kommen wir jetzt im Leben nicht mehr raus mit dem... Doch. Wie komme ich an diese grundlegende Wand jetzt hin hier? Nee. Nameless. Alterle. Oh Mann. Heute leidet er, oder? Jetzt habe ich sie angezeichnet und kann sie nicht mehr abbauen. Und es wird hell. Kennt ihr die Tage aus dem Real Life, Leute? Dann wird es plötzlich hell und du denkst, oh, shitty. Wie macht man das jetzt? Ach Gott, ist das cool, wie Daniel Düsentrieb sein Lager ist. Das ist jetzt irgendwie für mich. Wie kriegen wir das hin, Alter? Ne? Wie kriege ich das hin? Kannst du über den Armsi-Kopf vielleicht hoch? Ja, mein Freund. Leute, unser Nameless hat es möglich gemacht. Wir werden gleich noch eine Seilbahnfahrt erleben. In den frühen Morgenstunden. Langsam, nicht hektisch werden.
Das war nichts. Bis ins Haus reingekommen. Aber mittlerweile muss ich sagen, komm mal gut wieder raus aus dem Haus, ne? Jawohl, Nemi. Vom Amsi-Kopf auf die Hütte. Hat nicht hingehauen. Das ging jetzt nur einmal im Leben, oder? So, und dann hier. Genau. Und dann. Jawohl. Der letzte. Nameless macht's möglich. Nameless macht's möglich. Schalalalalala. Leute, macht es Laune gerade und wieder reinkopft in die Hütte. Oh ja, das wird gut. So. Alles klärle. Gehen wir nochmal hoch. Eine Fahrt geht immer. Eine Fahrt geht immer, Leute. Das ist wie beim Rutschen, bei der Riesenrutsche. Willst du normal? Natürlich. Meine Lieben, ich verabschiede mich schon mal langsam hier mit dieser Seilbahnfahrt. Wir müssten jetzt theoretisch vom mittleren Turm problemlos in die Baubutze kommen. Jetzt geht es noch darum, vom mittleren Turm ins Dorf zu kommen. Und es geht noch darum, von hier oben, ich glaube, vom mittleren Turm hochzukommen wird schwierig, aber müssten wir eigentlich verteilen. Vielleicht baue ich hier noch einen zweiten hin. Und dann können wir sagen, rüber ins Dorf von hier aus, rüber auf die Kampfplattform und zurück in die Hütte. Und dann geht es eigentlich nur darum, dass wir jetzt so nah wie möglich am Turm die Seilbahn ankommen lassen, auch, weißt du? Und dann sind wir safe. Dann können wir hin und her flitzen, wenn wir Bock haben. Und schon wieder habe ich jetzt. Hier verbindet sich alles, Leute. Wir werden hier Brücken haben. So, bereit? Ich bin gespannt, ob es hinhaut. Ich sehe die Mauer noch nicht neben das. Es tut mir leid, wenn es nicht klappt. Es tut mir leid. Peng. Okay. Okay. Ich hoffe, ihr habt noch eine Minute mitgebracht. Das müssen wir natürlich jetzt komplett absichern, Leute. Damit, dass er vom Haus runterfällt, habe ich jetzt nicht berechnet. Mach mal dein Feuerzeugle weg. Schön, dass er nicht wegmacht hast. Hat er nicht mitgespielt, ne? Ja, aber ist doch super. Dann mache ich jetzt hier noch so eine, wie so eine Trichtergeschichte, so eine schräge Geschichte rein. Schaffen wir jetzt schon noch. Pass auf, ich zeig's euch. Weil dank dem neuen Amsi-Klettermaxe kommen wir natürlich hier nach oben. Ja, ist doch kein Problem. Dann mache ich hier ein Auffangbecken hin, nämlich. Du sollst ja nicht leiden oder so. Dreh's mal ein. Jo, noch ein bisschen. So. Versteht ihr? Hier praktisch eins hin. Und das gleiche Spiel da drüben. Und dann haben wir hier eine wunderschöne. Ah, das ist geiler wie eine Bergbahn, Leute, oder? Ja. So. Ne? Bau mal dann morgen fertig, dann wirst du hier reingetrichtert nehmen, das kannst du nicht runterfliegen und kommst praktisch an der Berg. Das ist wie die Bergbahn. Die Bergbahnen haben da auch immer so eine Hütle, ne? Leute, es ist sehr sedil, es ist anders, wie man es vielleicht von anderen kennt, aber es ist unsers. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Runde morgen. Dann werden wir weitermachen, im Hinterkopf immer behalten, Vorräte anlegen. Ich muss jetzt wirklich ausmachen. Man vergisst momentan gern die Zeit hier im Spiel. Dafür liebe ich es aber. Ich speichere uns wieder ab auf der 1, Leute. Freue mich auf die Runde. Morgen 19 Uhr bin ich wieder hier. Kommt gut in Richtung Wochenende. Bis morgen.